Ja, hallo und willkommen. In dieser Playlist werde ich euch einige Tools, Skripts und Programmchen, die ich so geschrieben habe, vorstellen und gegebenenfalls auch zum Download anbieten. Die meisten dieser Skripts sind mit Autoid geschrieben. Autoid ist eine, ja, kleines Freeware-Programm, was man sich runterladen kann. Mit der Software kann man zum Beispiel Makros erstellen, um Abläufe zu automatisieren. Unter anderem wird es halt auch gerne verwendet, um, ja, kleine Bots für Spiele zu machen, weil man da auch Tastendrücke ganz gut emulieren kann. Autoid ist relativ leicht verständlich, auch wenn man das auf den ersten Blick als Laie nicht so sieht. Und wenn man mal etwas nicht weiß, ist das relativ leicht in einem Tutorial nachzulesen. Links sind in der Beschreibung, Download-Links ebenso. Hier kann man sehen, Autoid ist komplett Freeware, also kann man sich runterladen, kann man selbst probieren, selbst mal basteln. Eben dieses habe ich eigentlich gemacht. Ich bin selbst ein Laie und habe eigentlich damit angefangen, um zu cheaten, sagt man es mal so. Ich habe damals für Fiesta Online ja auch mal was gebraucht und es war nicht ganz erlaubt, aber alle anderen hatten es auch und man wollte ja nicht hinten anstehen. Deswegen habe ich mir dort einen kleinen, ja, Sammelbot war es damals, zusammengebastelt. Das ging relativ schnell, waren, glaube ich, nicht mal 10 Zeilen Programmcode und hat auch super funktioniert gehabt. Mit der Zeit wurden diese ganzen Dinger immer ein bisschen komplexer. Aber da der Skriptcode von Autoid leicht verständlich ist und die Community im Internet auch relativ groß ist, kam ich mit dem Programmieren ganz gut voran. Einige dieser Tools, die ich da geschrieben habe, werde ich hier vorstellen. Damit ihr auch eine grobe Ahnung habt, worum es überhaupt in Autoid geht oder was Autoid direkt ist, habe ich euch mal ein kleines Beispiel geschrieben. Zack. Hier haben wir unser Beispiel-Skript. Dieses können wir nach wie vor editieren. Edit Skript. Ich erkläre euch grob dann gleich, was da drin steht. Wir lassen es einfach mal durchlaufen. Das lässt sich relativ einfach machen. Per Tastendruck auf F5. Kann übrigens in einem ganz normalen Editor geschrieben werden, ist aber nicht nötig. Wie gesagt, in dem Beispiel wird einfach nur ein Fenster aufgemacht, der zählt bis 0 runter. Macht zu, macht noch ein kleines Message auf und das war's schon. Ist relativ einfach, wie man sieht. Wie gesagt, hier habe ich einfach lokal eine Variable vergeben, also dieses Dollarzeichen und dahinter welcher Wert auch immer, ist eine Variable. In einer Variable kann man verschiedene Dinge speichern, respektive halt auch ändern. Hier haben wir die Variable x gleich 5 gesetzt, also x ist gleich 5. Überall, wo hier x steht, ist das jetzt gleich 5. Punkt. Die Variable Label haben wir ebenfalls vergeben. Erkläre ich dann gleich, wozu wir die brauchen. Hier haben wir eben dieses Fenster wird hier in dieser Zeile generiert. Guy Create Beispiel, so hieß das Fenster, mit den Abmaßen von 300 mal 300 Pixel. Hier haben wir diese eben Label Variable, dieses Label, also sprich die Schrift, generiert. Guy Control Create Label, also sprich erschaffe die Schrift, und zwar mit dem Text X. Also sprich 5, der den Positionen auf dem dieser Guy von 70 Pixeln nach rechts, 0 nach unten und halt die entsprechenden Größen. Guy Control Z Font sagt mir, aha, Guy Control Z Font sagt mir, aha, wir wollen etwas an dem Font, also an der Schriftart des vorherigen Tools oder welches Tools auch immer ändern. Hinten in den Klammern haben wir stehen, was wie geändert wird. Das heißt, wir haben hier minus 1, das heißt, das vorherig erstellte Control, also ich sprich unser Label. Ich könnte hier jetzt beispielsweise auch hier dieses Label eintragen, würde genau denselben Effekt haben. Hier wird quasi die Schriftgröße bestimmt, 210, damit das halt auch schön groß ist, habt ihr ja gesehen. Mit GuySetState wird einfach gesagt, okay, jetzt diese erstellte Guy anzeigen. Würde ich das nicht drin haben, würde halt gar nichts angezeigt werden. Dann habe ich hier eine kleine Programmschleife drinne. While, X und Went bilden quasi eine Schleife. Das heißt, der Teil dazwischen wird immer wiederholt, solange X ein wahrer Wert ist. Ein wahrer Wert, also True, ist er eben so lange, bis wie X eben ja vergeben ist. Also sprich in X was drinne ist. Wenn in X halt 2 drinne ist, ist es okay. Wenn in X ich bin ein Star holt mich hier raus drin ist, würde das ebenso okay sein. Wenn in x nichts drin ist, also sprich ein leerer String oder aber 0, ja, dann ist das Ding falsch. Weil eine leere Kiste ist halt was Falsches. Kennt er sicher auch.
Wenn ihr euer Portemonnaie aufmacht und es nichts drin, dann findet ihr das falsch. Sleep 1000 ist ein einfacher Wartebefehl, und zwar in Millisekunden. Also warte halt einfach 1000 Millisekunden, bevor du weitermachst. Dann wird hier x definiert nochmal. X ist gleich x minus 1. Heißt im Klartext nichts anderes als wie, ja, definiere x neu, also schreibe was Neues in x, und zwar das, was davor steht, rechne das erst aus und dann schreibst du das rein in x. Also sprich x minus 1, 5 minus 1 gleich 4. Also ist jetzt x 4. Guide Control Set Data heißt, wir sollen jetzt einen neuen Wert in ein entsprechendes Control setzen. In dem Fall soll in unser Label x, in unser Label hier oben, der neue x-Wert eingetragen werden. X ist jetzt die, jetzt 4, also wird das in 4 geändert, deswegen springt er auf 4 um. Went gleich von vorn anfangen, while x immer noch war, jawohl, sleep wieder, x ausrechnen, 3, wieder reinsetzen, wieder von vorn anfangen, wieder eine Sekunde warten, x jetzt hier, wird jetzt auf 2 runtergesetzt, wieder von vorn anfangen, wieder eine Sekunde warten, x ist noch 2, ist noch wahr, alles klar. Noch eine Runde rum, x, x gleich 1, x gleich 0, x gleich 0 wieder oben angelangt, while erkennt, aha, x gleich 0, x ist also falsch. Das heißt, Schleife ist hiermit beendet, wir gehen hier weiter, warten nochmal diese eine Sekunde, dann schließen wir die, beziehungsweise löschen gleich diese ganze Geige, dadurch wird sie automatisch geschlossen, machen noch diese Messagebox, also diese Windows-Meldung auf, und beenden das Skript. Mehr ist da nicht drin. Ist relativ einfach. Man kann auch vieles ändern oder vieles machen. Zum Beispiel dieses While könnte man in einer Endlosschleife laufen lassen, indem man einfach direkt immer einen wahren Wert einsetzt. Also While 1 beispielsweise. Das Problem bei While 1 ist natürlich, dass wir jetzt eine Endlosschleife haben. Und wenn wir jetzt das Skript laufen lassen, wir machen es mal. 5, 4, 3, 2, 1, 0, hört es eben nicht auf bei 0. Macht einfach da weiter, wo es aufgehört hat, und läuft eigentlich ewig, bis halt ein anderer Befehl ist. Das heißt, wenn wir das so machen müssten, müssten wir eben diese Schleife irgendwo anders beenden. Das könnten wir beispielsweise, indem wir noch eine if-Abfrage einbauen. If, was weiß ich, x gleich, sagen wir, minus 4, denn, so, was ich jetzt eingebaut habe, ist einfach noch eine zusätzliche Abfrage. Er fragt jetzt quasi am Ende nach, wenn x gleich minus 4 ist, dann exit loop. Minus 4 habe ich jetzt gegeben, damit wir nicht wieder bei 0 aufhören, sondern jetzt machen wir einfach mal ein Stückchen weiter. Exit Loop heißt eigentlich, wir springen aus der Schleife entsprechend raus. Plopp, wir zeigen es mal. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3, minus 4, Ende. Wir könnten auch sagen, okay, wir wollen den ganzen Teil hier unten lassen, wir wollen, dass das Skript gleich hier endet, also sprich Exit. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 und aus, aber es kommt jetzt keine Meldung, weil das Skript ja direkt beendet wurde. Wie gesagt, ist relativ einfach, lässt sich auch relativ einfach umsetzen. Ich setze es mal wieder auf Standard zurück, also beziehungsweise auf den alten Wert. So, jetzt geht es wieder nur bis 0 und dann ist Feierabend. Speichern das Teil. Wir können das Ganze nämlich auch noch in eine Exit-Datei umwandeln. Das heißt, es wird halt sozusagen mit einem Interpreter ausgestattet. Es ist keine richtige Exit-Datei. Ja, es ist eine richtige Exit-Datei, aber halt eigentlich nur ein kleines Makro, was in eine Exe umgewandelt wurde, mit einem Interpreter vorne dran. Das Skript ist eigentlich dasselbe, das wird nicht umgewandelt oder kompiliert oder ähnliches. Machen wir einfach mal hier Compile-Script. Bastelt er mir das Ding zusammen. Wie ihr seht, habe ich hier noch ein paar mehr Auswahl. Das heißt, ich kann auch noch ein paar Optionen vergeben und ähnliches. Für dieses Beispiel reicht es erstmal so. Hier haben wir Dateiversion bla bla bla. Wir können mal reingucken. Ist eine Exit-Datei. Das heißt, diese Datei wäre auch auf jedem anderen Rechner startbar.
Wir starten sie einfach mal und wir werden jetzt, ja, wir haben es da schon, je nach Virenscanner kann es natürlich sein, dass die Datei als Bedrohung erkannt wird oder eben nicht. Hier in dem Fall sehen wir, Avast analysiert das Programm, findet aber keine Fehler und warnt uns halt davor. Andere Virenscanner könnten möglicherweise gleich sagen, ja, okay, hier gibt es ein Problem. Grundsätzlich aber gilt natürlich, Software nicht vertrauen, die man nicht kennt. Sprich, Sachen, die man selbst geschrieben hat, da werden ja wohl keine Viren drin sein. Natürlich werdet ihr in dieser Playlist auch mehr oder weniger nützliche Tools finden und keine, eben wie dieses Beispiel, welches eigentlich nur dazu da war, um euch zu zeigen, was und wie Autoinit funktioniert. Alles andere könnt ihr euch selber machen. Ich werde auch keinen Skriptcode hereinstellen in den Videos. Ich werde einfach nur die Skripts selber vorstellen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt entscheiden, ob sie nützlich sind oder nicht. Daumen hoch oder Daumen runter. Manche werde ich zum Download anbieten, manche eben nicht. Vor allem die, die von Fiesta Online sind. Ich habe eigentlich auch vor, diese reinzustellen, weil der Besitz selbst ist ja nicht verboten. Es ist ja halt nur in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Fiesta Online nicht erlaubt, diese Dinger einzusetzen. Allerdings schadet es nicht, wenn auch Fiesta-Spieler sehen, aha, das ist möglich. Aha, das könnte also ein Bot sein. Wie gesagt, manches Verhalten ist ja ähnlich bei jedem Bot und sollte halt überwacht werden. So könnte man auch vielleicht mal eine Meldung abschicken oder ähnliches. Alle Tools, die ich hier vorstellen werde, sind im Übrigen nicht mehr spielbar. Die waren so gestaltet, dass ich sie jederzeit abschalten konnte. Das habe ich mittlerweile auch getan, da ich selbst Fiesta ja nicht mehr spiele und alle anderen sie eigentlich nicht benötigten. Ich selbst habe sie auch nicht benötigt. Wie gesagt, es war halt nur ein schön, dass man es kann, Gefühl. Ich habe es gemacht, weil ich es kann, nicht weil ich es brauche. Andere Tools natürlich werden öfters und teilweise auch noch täglich von mir eingesetzt. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Das müsste die Version 1 von Shutdown Ads sein. Tschö!